Simone Thomalla, dieser Mann macht sie jetzt glücklich. Simone Thomalla hat wieder Schmetterlinge im Bauch. Ein Österreicher hat ihr Herz erobert. Fragt man ein Paar aus der Generation Z, wie sie sich kennengelernt haben, antworten viele Verliebte mittlerweile, ganz klassisch, also online. Dating-Apps und Social Media sind oft die digitalen Orte, an denen Amorspfeile abgeschossen werden. Dass jetzt eine unserer beliebtesten Schauspielerinnen auch auf diese Weise ihre neue große Liebe gefunden hat, ist durchaus bemerkenswert. Simone Thomalla, 59, wurde von ihrem neuen Freund, dem österreichischen Gastrounternehmer Christoph Wenisch, 54, zunächst über Instagram kontaktiert. Und seine Worte fanden ihren Weg direkt in ihr Herz. Mit vielen schönen Fotos inszeniert sich die Quotenkönigin der erfolgreichen Frühling-Reihe, ZDF, auf Social Media für ihre rund 200.000 Follower. Und man kann davon ausgehen, dass sie täglich sehr viele Nachrichten von ihren Fans bekommt und kaum jemandem antwortet. Der gebürtige Salzburger scheint allerdings die richtigen Worte gefunden zu haben. Zudem hat sie bestimmt im Internet gecheckt, dass der Mann auch der ist, für den er sich ausgibt. Denn schließlich lauern gerade im Netz jede Menge Love-Scammer-Minus. Menschen, die Liebe vorgaukeln, aber eigentlich Betrüger sind. Wenn sie sich verliebt, zeigt Simone Thomalla das auch. Christoph Wenisch hat einen glasklaren Lebenslauf, war 7 Jahre als Chief Operating Officer im Foodbereich bei Lagardère Travel Retail Deutschland. Seit 4 Jahren ist er der Chef von Black Bean, The Coffee Company, einer Kette von Kaffeeläden, wie auf dem Businessportal LinkedIn nachzulesen ist. Er sei geschieden, habe einen 18-jährigen Sohn, schreibt Bild. Und er habe sehr respektvoll um seine Traumfrau geworben, heißt es aus ihrem Umfeld. Und wohl einfach nicht locker gelassen. Jedenfalls wurde das glückliche Paar jetzt händchenhaltend in Berlin beim Spazierengehen und bei einem romantischen Dinner in der Paris Bar gesehen. Schmetterlinge im Bauch mit 59? Ja. Denn Liebe kennt keine Altersgrenze und wer etwas anderes behauptet, weiß es nicht besser. Simone Thomalla ist eine selbstbewusste Frau, ein Role Model für andere Frauen. Sie lässt sich in keine Schublade stecken. Wenn sie sich verliebt, zeigt sie das auch.